halten mich da. Oh, wo kommst du denn auf einmal? Ja, manchmal für einen großen Spinner deswegen. Soll mir recht sein, aber friedliche Lösungen, finde ich, sind immer noch besser als der Kampf. Deswegen renne ich hier auch öfters mal weg. Na dann. So, ich würde noch sagen, ja, diesen Quest, den beende ich noch und dann werde ich, oh, was ist denn jetzt hier mit der Maus passiert? Ich würde mal sagen, diesen Quest beende ich jetzt noch und wenn der nächste, sag ich mal, nicht allzu, also wenn der nächste was Größeres ist, dann werde ich mich darum erst in der nächsten Aufnahme kümmern. Wenn es natürlich etwas Kleines ist, wie bloß hin und her laufen zwischen verschiedenen Leuten, dann kann ich das ruhig noch in der Aufnahme machen. Oh, wieder einer. Ach, weißt du was? Das kann ich noch und den kann ich noch den Chaos machen und auch noch einen Trank schnell reinpfeifen. Ich meine, wir haben so viel bekommen. Da tut macht's der eine oder andere Trank. Macht's dann auch nicht fett. So. Mal sehen, ob wir vielleicht in den Sonnenaufgang oder Untergang reiten. Wäre schön oder auch nicht. Na, mal gucken. Aber irgendwie. Oh, Entschuldigung. Werde ich jetzt zurzeit gerade richtig müde. Und mein Bauch knurrt auch. Obwohl ich gerade eigentlich eine Pizza verdrückt habe. Schlecht. Einfach nur schlecht. Schlecht. Also die Hufe, die machen aber schon ganz schön Krach, wa? Oh, was ist mit dem hier? Dieser Auftrag wird nicht leicht sein. Ein Dauerquest. Okay, nee, den will ich jetzt nicht machen. Oh! Den habe ich ja noch gar nicht gesehen, da unten, den Quest. Ja, dann werde ich mal danach hingehen, dort unten. Mal gucken, was dort los ist. Sei denn, Lias will noch ich meine, da kann ich auch wieder aufsteigen. 4 Level jetzt muss ich aufsteigen. Das ist ganz schön. Kommt ganz schön was zusammen. Keine Zeit. So viel zu. Hast du meinen Wettstein diesmal gefunden? Nicht wirklich. Wieder nichts. Wie soll ich denn ohne Wettstein meine Arbeit erledigen? Oh, okay. Also werde ich jetzt mal da unten hinreiten. Ah, oh, und das sind dann wieder solche Gremlins. Oh, na, egal. Vielleicht sind die ja diesmal. Okay. Kommt mal gleich einer hinterher. Aber den mach ich mal schnell den Garaus zum. Also ich versuche es, ihm ganz schnell den Garaus zu machen. Nein. Ich will keinen weiteren Gremlin
verletzen oder wehtun oder sonstiges. Ich hatte hier gerade diesen Quest gesehen. Verteidiger von Nisode, Biase, was hat er denn Schönes zu erzählen? Der Pfeil ist schon abgeschossen. Vor kurzem tobte ein gewaltiges Feuer im Krasnoja-Wald. Wenn es während des Unwetters nicht so heftig geregnet hätte, wäre wahrscheinlich der ganze Wald abgebrannt. So hatte dieses verdammte Unwetter wenigstens noch etwas Gutes. Der Waldbrand wurde von Feuergeistern verursacht und diese Biester treiben sich immer noch hier herum. Bisher konnte ich dafür sorgen, dass sie den verbrannten Wald nicht verlassen, aber es werden immer mehr. Wenn wir nichts unternehmen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis hier das nächste Feuer ausbricht. So weit darf es nicht kommen. Gehe in den verbrannten Wald und weise die Feuergeister in die Schranken. Na klar, mache ich. Aber ich glaube, das mache ich erst in der nächsten Aufnahme. Na dann, tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald. Hallihallo, ja, da bin ich wieder. Heute mal habe ich bloß eine ganz kurze Aufnahmesession, weil ich gleich los muss. Aber ich dachte mir mal, ja, besser gesagt, ich muss nicht los, ich will los. Ich dachte mir mal, ach, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich spiele gerne For Story. Also, was soll's, mache ich mal los. Ja, also, was haben wir denn? Feuergeister müssen wir erledigen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier jetzt im Cooles Vorposten bin. Wer weiß, wahrscheinlich wegen irgendeinem Brief, den ich versucht habe zu lesen. Oder keine Ahnung. Kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Naja, okay. Ich weiß gar nicht, haben wir noch den Sattel? Jawohl, der Sattel ist noch da. Ist noch vorhanden. Na, dann reiten wir los. So, okay, Feuergeister. Feuer gegen Feuer. Na, das wird ja auch interessant. Mal gucken. Stürmischer Feuergeist. Und was ist das hier? Ein tobender. Also stürmischer ist nicht aggressiv, aber der tobende. Okay, das ist ein Nahkämpfer. Fernkämpfer. Ah. Die machen ja auch geile Geräusche. Das bringt nichts, das Verlangsamen. Nicht wirklich. Ich vermute mal, dieser riesige Feuergeist, der da auf unserer Questliste steht, der ist da. Ich glaube, ich sehe ihn auch schon. Das sieht aus wie ein Bossmonster. Na dann, Defensivwaffen. Also Waffen sind ja defensiv. Fähigkeiten auf Maximum. Taste auf, also Fingerchen. Fingerchen auf dem Lebenstrank, wollte ich gerade sagen. Bevor uns da dieser andere Feuergeist angreift. Naja, egal. Ich meine, wir müssen die Feuergeister ja eh besiegen. Also kann man das auch so tun. Oh. Alle jemanden dabei, der
Easy. So. Ich würde denken, ich mach mal lieber noch den Stürmisch. Ah, ey. Du nervst. Merkst du das nicht? Jetzt muss ich mal noch warten, bis meine sich meine Lebenspunkte erhöht haben, wieder auf Maximum. Ansonsten bringt es ja wenig Punkte. Super. Na dann, auf in den Kampf. Ja, und wenigstens. So, riesiger Feuergeist ist fertig. Ich glaube, ich reiß jetzt erst. Ich reiß jetzt erstmal aus. Ja, ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen. Naja, friedlich aufgelegt bin. Flucht ist manchmal die beste Verteidigung. Bei mir ist es nicht Angriff. So, und er rennt schön weg. Ich glaube, ich werde das in Zukunft so machen, dass ich nicht mehr am Stück mehrere Quests aufnehme, sondern immer nur ein Quest pro Aufnahme mache, da habe ich nicht so viel Zeit verschwendet. Und kann ja das dann trotzdem zusammenschneiden. Und spiele trotzdem jeden Tag. Ich glaube, das ist eine wesentlich bessere Idee, als mehrere Folgen am Stück aufzunehmen. Und ihr habt auch was davon. So, okay. Ach, wir müssen noch stürmische Feuergeister. Ich mach mal wieder den Questfinder. Hier ist noch ein stürmischer. Aber da wird bestimmt gleich wieder ein Turm da auf mich einstürmen. Jawohl, wusste ich es nicht. Das ist doch immer so. Die aggressiven Monster stürmen immer auf einen ein. Naja, deswegen sind sie aggressiv. Juhu, Geld. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 29 Silber. Naja, nicht so berauschend. Aber das wird noch. Hoffe ich. Die Monster haben dann auch später etwas mehr Geld bei sich. Juhu, ein Turm der Feuergeist. Verfolgt mich. So, aber jetzt fliehe ich nicht aus dem Gebiet, jetzt kämpfe ich mich nochmal zurück. Erstens Geld und zweitens Erfahrungspunkte.
sind diese Feuergeister nicht herrlich? Ach ja, ihr habt ja jetzt gesehen, dass überall eine Beschreibung drunter ist. Ja. Wie ich schon mal gesagt habe, ist das für mich echt schwierig. Eine Beschreibung zu finden, weil ich mir meine Let's Plays nicht nochmal gerne angucke. Ich kann mich einfach nicht selber hören. Ich finde, ich klinge dann schrecklich. Und deswegen finde ich, ist es für mich sehr schwierig, noch eine Beschreibung zu finden. Aber auf der anderen Seite habe ich bis jetzt jeden meiner YouTube-Videos eine kurze Beschreibung hinterlassen. Das will ich eigentlich so beibehalten. Ich mag das einfach nicht, wenn man nur sagt, gefällt mir oder sowas, wie auf Facebook diese. Wenn mir irgendwas gefällt, werdet ihr von mir immer einen Kommentar da sehen. Denn ich finde, eine eigene Meinung ist heutzutage sehr wichtig. Und ja, viele sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen, aber so richtig mit der Materie beschäftigt haben sie sich gar nicht. Und wenn sie was dazu schreiben,